Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask. Im letzten Part haben wir hier den Felsenturm komplett erklommen und sind jetzt hier vor dem Eingang. Ich sag jetzt mal, dass es der Eingang zum Dungeon ist, weil es sieht sehr stark danach aus. Ich weiß es aber nicht. Also wir gehen jetzt einfach mal rein. Kaius natürlich mit an Bord, um mich hier seelisch zu unterstützen. Ja, es ist der Tempel, okay. Hä? Ein offener Tempel? Was? Ein offener Tempel oder was? Das habe ich ja nie gesehen im Zelda-Teil. Ein komplett offener Tempel oder was? Kein Dungeon so an sich? Sondern ein so offener Tempel, okay. Was ich davon halten soll, weiß ich noch nicht. Die Idee ist auf jeden Fall gut. Finde ich ganz witzig und interessant, aber... das bedeutet in der Regel auch kompliziert. Uah! Es ist der letzte Tempel, der muss natürlich kompliziert sein. Ah, ich habe jetzt schon gemeint, ich muss das andere Auge auch aktivieren, aber das ist was, wo ich reinschießen kann. Und dann will ich das natürlich mal machen. So. Und was passiert dann? Eine Truhe. Okay. So, ich habe mir natürlich mal ein paar Notizen zurechtgelegt und einen Kugelschreiber, damit ich mir meine Notizen auch aufschreiben. Oh. Du wolltest sagen, einen Notizblock zurechtgelegt, wo du Notizen draufschreiben kannst. Ja, und ich musste natürlich die verirrten Feen holen. Und das gefällt mir gerade gar nicht. Einerseits gefällt es mir nicht, dass da eine Sonne ist. Was mir aber vor allem nicht gefällt, ist, dass die auf dem Kopf steht. Jetzt sag mir nicht, dass ich den Tempel drehen kann. Um Gottes Willen. Die Sonne steht auf dem Kopf und das gefällt mir nicht. Dass irgendwas im Tempel in dem Dungeon auf dem Kopf steht, das gefällt mir nicht. Bist du dir sicher, dass die falsch rum ist? Ja. Ja? So. Echt? Was vibriert denn das hier so? Irgendwas vibriert hier. Und Kaio, verarschen kann ich mich selber. Ich dachte schon, du merkst das nicht. Nein, ganz blöd bin ich auch nicht. Nein, bist du natürlich nicht. Das da vorne ist natürlich auch keine Tür, das ist nur so ein Schacht. Brauche ich hier... Entweder brauche ich jetzt hier mal das Auge der Wahrheit oder irgendwas. Warum vibriert es hier? Warum? Ach so, ja, vielleicht wegen der Sonne da, weil da noch irgendwas gemacht wird, aber ich derzeit noch nichts machen kann. Hör auf, Bomben zu verschwenden. Ja, aber hier vibriert es und da wollte ich halt schauen, ob da irgendwas ist. Ach so, weißt? Du wolltest es einfach alles kaputt bomben. Ja, ich wollte halt schauen, weil es ist doch oft so, wenn es dann... Ja, okay. Weißt du, was ich meine? Nein, weißt du ja, nicht, ja, aber okay. Passt schon. Was ist das für ein Zeichen? Natürlich weiß ich. Der Dungeon, das Dungeon-Zeichen. Aha. Uah. Mir gefällt es auf jeden Fall nicht, dass es da unten vibriert. Das gefällt mir gar nicht. Und es gefällt mir nicht, dass die Sonne auf dem Kopf steht. Das gefällt mir noch weniger. Ich wette, dass es Leute gibt, die genau dieses Zeichen als Tattoo haben. Ha! Ja, es sieht auch nicht gerade schlecht aus. Also, es sieht schon irgendwie stylisch aus. So ist es nicht. Oha. Oha. War es gut, dass ich so viel Zeug mitgenommen habe? Ich gehe da mal rein. Das war ein kurzer Besuch. Wobei, wahrscheinlich kann ich dich... Nein, ich kann dich nicht schieben. Das war tatsächlich ein außerordentlich kurzer Besuch. Du wolltest einfach mal Hallo und wieder Tschüss sagen. Schön. Ah, die ganzen Gegner sind ja wieder da. Igitt, igitt, igitt. Das ist doch immer so. Ja, aber es ist trotzdem igitt, igitt, igitt. Ach so. Es geht einfach nur darum, dass ich igitt, igitt, igitt sagen wollte, weißt du? Ich habe mich nur gewundert, weil ich der Meinung war, dass du das noch wüsstest. Aber du wolltest dich einfach nur beschweren, ja, und das kann ich auch nachvollziehen. Mehr nicht, ich wollte mich nur beschweren. Uah! Ich hasse diese Viecher! Ich erschrecke mich jedes Mal bei denen. Das ist die Bestätigung dafür, dass ich den Tempel drehen kann.
Du hast da unten auch schon die Tür gesehen. Ich mag nicht mehr. Nein. 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 Ich mag immer. Mama. Igitt. Hättest du mich da nicht irgendwie vorwarnen können? Caillou. Du hattest eh eine schlechte Meinung. Was soll ich... Dann sage ich dir bestimmt noch, dass man den Tempel drehen kann. Um Gottes Willen, stimmt. Dann hätte ich das Spiel ja gar nicht mehr angefangen. Oh Gott. Ich weiß ja, dass du so eine Pussy bist. Von einer Pussy brauche ich mir nicht zu sagen lassen, dass ich eine Pussy bin. Wieso? Du stellst dich jetzt mehr Pussy an als manche andere Pussys. Ich meine, nur weil das jetzt drehbar ist, heißt das noch lange nicht, dass das scheiße ist. Doch! Hier schon. Also die Viecher regen mich langsam auf. Ich überlege jetzt gerade ernsthaft, ob ich diese Steinmaske anziehen soll. Damit die mich nicht sehen. Wow, was ist denn das für ein großes Teil? Den kann ich nicht mal reindrucken. Ah, vielleicht als Korone draufstampfen. Oder als Korone selbst schon, weil er fett genug ist. Der Korone ist ja ziemlich fett. Probiere ich gleich mal aus. Korone! Korone! Tatsache! Fettsack. Du elender Fettsack, nimm ab. Aber das wäre unpraktisch, weil dann könntest du das nicht machen. Ja, dann könnte ich das Spiel nicht mehr weiterspielen. Och, sowas Blödes aber auch. Ey! So. Alter, ich finde das. Ich finde, die sieht so heroisch aus. Die sieht so einfach nur noch. So badass einfach nur noch. Er hat übrigens einen aufgeschlitzten Bauch. Das ist eine Narbe. Das sieht aus wie aufgeschlitzt. Nein, das ist eine Narbe. Weil er so ein Kriegsheld ist. Ja, ich weiß, das ist eine andere. Das ist das Requiem. Das ist. Warte mal, ist das Requiem der Geister? Es war auf jeden Fall aus Ocarina of Time. Ja, und das habe ich die ganze Zeit im Ohr, weil ich ja keine Musik höre und du spielst ja die ganze Zeit und ich weiß auch nicht. Ja, das kriegen wir irgendwann schon mal hin, dass du auch mal Musik hörst. Hoffe ich. Ach, passt schon, ich überlebe das. So. Okay, jetzt haben wir hier schon mal drei. Drei Schalter sind betätigt. Den vierten... Ich mag sowas nicht. Spiel, setz mir keine Kisten vors Gesicht, wo ich nicht rankomme. Und um wie viel wollen wir wetten, dass da das Dungeon-Item drin ist? Apropos Dungeon-Item, was gibt's hier eigentlich als Dungeon-Item? Rein theoretisch gesehen kann es doch eigentlich fast nur noch der Lichtpfeil sein. Wobei, hier ist auch noch Platz. Ach, hier waren ja immer die Sidequest-Artikel und hier ist auch noch Platz. Also hier ist Platz und hier ist Platz. Puh. Es kann doch sein, dass die Lichtpfeile vielleicht grundsätzlich einfach optional sind oder dass es die in dem Spiel gar nicht gibt. Und dass das ein Feld für irgendwas komplett anderes ist, das weiß ich ja nicht. Das weiß man nicht. Aber was könnte denn das hier sein? Also entweder... Ach, warte mal. Vielleicht kann ich den Dungeon schon gar nicht drehen. Vielleicht kann ich den Dungeon gar nicht drehen. Und die haben hier sowas ähnliches eingebaut wie in einem anderen Zelda-Teil, wo man an der Decke laufen kann. Nein, das wäre zu cool für das Spiel. Jetzt geh mal weg, du Scheißviech! Gott! Langsam aber sicher, ey. Diese Viecher regen mich sowas von auf. So, da komme ich nicht durch. Und da komme ich nicht rein. Okay. Lustig. Schön. Oh.
Oh, das ist eine Tür auf dem Kopf. Ups. Das sah nach einem Loch aus. Okay. Da muss ich jetzt irgendwie... Schon lustig, wie er manchmal das ignoriert. Ah! Das ist echt witzig. Was? Na, ist alles gut. Passt schon. Passt schon. Was willst du gerade von mir? Ich möchte nichts von dir. Was zum Geier? Ah, jetzt lass mich doch mal in Ruhe, du Scheißvieh. Ja, genau, komm runter. Das ist eine gute Idee. Mann. Manche stellen sich aber auch beim Sterben an. So. Okay, wie komme ich da jetzt rein? Irgendwo muss es den Schalter geben. Den habe ich aber aktiviert. Okay. Also irgendwie... Der Dungeon geht schon nicht... Geht noch nicht lange, muss ich sagen. Der geht jetzt ein paar Minuten. Und ich habe noch nicht viel erreicht. Aber irgendwie... Ich weiß nicht, irgendwie... Der hat Style. Wie er aufgebaut ist. Ich finde das irgendwie stylisch. Das werde ich alles zurücknehmen, weiß ich noch. Weil der Dungeon dann scheiße wird. Das ist mir klar. Aber derzeit ist er echt irgendwie stylisch sogar. Also nicht irgendwie cool oder so, dass es mir Spaß macht, ihn zu spielen oder so. Nein, ich finde ihn irgendwie stylisch. Er hat halt irgendwie, keine Ahnung. Er hat was. Du findest ihn optisch ansprechend. Ja, genau, so kann man das sagen. Also bitte. Hier kann ich nichts machen. Kann ich da eigentlich hochklettern? Nein. Kann ich? Nein. Also sind das doch... Hat es so ausgestellt, als ob das irgendwie so Lichtreflexionen wären. Aber nein, ist Farbe. So, ihr nervt's mich hier zu sehr. Wo ist meine Steinmaske da? Oder Felsmaske? So. Oh! Die sind weg! Wenn ich den Raum verlasse, verschwinden die. Ach, sowas. Aha. Die verschwinden, wenn ich den Raum verlasse. Hattest du gerade alle gemacht? Ja, alle drei. Sagen wir es mal was so. Was ist passiert? Gar nichts. Oh! Ich habe den Schalter hier übersehen gehabt. Ah, okay. Ich habe einen Schalter übersehen gehabt. Aha. Da haben wir doch schon einen Übeltäter. Ich! Und ich hab's mir schon gedacht, dass der Dungeon totgespammt wird mit diesem. Das wäre echt geil, wenn der Link jetzt die Maske aufgehabt ja, hätte. Ja, das wäre geil gewesen, das stimmt. Das wäre richtig cool. Das hätte ich echt toll gefunden. Ich kann aber verstehen, dass es nicht macht, dass es nicht dabei ist. Ja, es ist halt aufwendig, aber ich finde, es hätte Style gehabt. Das wäre einfach total ein witziges Gimmick gewesen. Dann hätte ich mir vorher grundsätzlich immer irgendwie die Hasenohren oder sowas angezogen. Aber es soll ja ein Majora's Mask Remake geben und da bin ich gespannt. Oh, da habe ich Bock drauf. Hab ich dir schon erzählt, ja. Gibt es. Für den 3DS. Gibt es jetzt schon? Nein, noch, nein, draußen ist es noch nicht, aber es ist offiziell... Sie haben es angekündigt, es ist offiziell von Nintendo bestätigt, dass es kommen wird. Ja, und da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, und ich bin einer der wenigen Leute, die deswegen nicht aus dem Häuschen sind. Ja, auch wenn leider. Ich die Idee gut finde, muss ich sagen. Und meiner Meinung nach das sowieso schon lange überfällig war. Aber das gleiche gilt für Ocarina of Time. Wie meinst du das jetzt? Dass das keine gute Idee ist? Nein, dass es eine super Idee ist. Aber dass das schon längst überfällig ist. Dass man das schon längst hätte machen sollen. Schon viel früher, weißt du? Ja, da muss ich dir recht geben. So. Ich weiß nicht, ist der Deku dafür schwer genug? Ja, nein, ist er nicht. Hä? Gibt's noch einen kleineren Schalter? Ich schau jetzt gerade mal, vielleicht habe ich einen falsch bestätigt. Nee, die sind alle gleich groß. Ach, ich weiß. Was? Nee, halt, sag halt, 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 halt. Ich hab schon. Das
ist echt arschig, das Spiel, ne? Ein bisschen. Schön versteckt hinter den großen Kisten. Aber die hatte ich ja schon gesehen. Ich wusste, dass die Kisten da sind. Ja. So. Aber dass das Spiel arschig ist, da gebe ich dir recht. So, jetzt... Oh, schön. Wieder Magie und Pfeile. Und das gefällt mir. Macht's doch nicht dauernd alles so auf den Kopf. Ey, das sieht aber geil aus, ganz ehrlich. So eine Treppe auf den Kopf, das hat Style. Ja. Sieht so abstrus aus. Mhm. Und bitte, bitte, bitte hol alle Feen, bitte. Schnuff. Du musst alle Feen holen. Kaiulein, das war abgemacht, dass ich alle Feen holen. Ja, ich weiß, aber ich glaube, die Feen waren hier nicht so einfach. Ja, aber es war abgemacht. Aber das habe ich bisher jedes Mal gesagt und du hast immer die Feen wunderbar geholt. Ja, aber es war so abgemacht. Und wenn was abgemacht ist, dann mache ich das. Also werde ich auch hier alle Feen holen und deswegen werde ich dich sowas von verfluchen, weil das wahrscheinlich sauschwer sein wird. So, hallo, was bist denn du für ein Ding? Kann ich dich irgendwie... Aktion. Aktion. Nee, ich kann mit dir gar nichts machen. Hä? Wenn eine Aktion steht, dann kannst du doch was machen. Kannst du den hauen? Da ist nichts. Vielleicht muss ich einfach nur fetter sein und mehr Kraft haben, so ein Gorone oder so. Könnte sein, ja. Ich finde, der Gorone macht das so ein, macht dann immer so ein schönes entsetztes Geräusch, so oh. Oh, ich kann das nicht schieben. Oh. Okay, das da macht er nicht. Aber du kannst ja mit ihm auch durch Lava laufen, also von daher. Was, ich kann mit dem Gorone durch Lava laufen? Stimmt, hatte ich ganz vergessen. Du kennst die Viecher doch. Ja, aber ich habe mit dem Schwert draufgeschlagen, das hat nichts gemacht. Ja, bei dem vorne. Und deswegen war ich so felsenfest der Überzeugung, dass es jetzt auch nichts bringt. Alter. Hat das gerade bei dir auch gehakt oder hat das nur bei mir gehakt? Ja, das hat bei mir auch gehakt. Ja, geh weg. Genau, ich steck meinen Kopf in die Lava, das ist... Laber. Genau, Laber. Laber nicht so viel. Ich steck meinen Kopf in die Laber. Du Laberkopf. Mir tut das gar nichts, alter Digga. Ja, Digga, alles klar, Suslan, Mann. Ich steck nicht meinen Kopf in den Sand, sondern in die Laber. Alter, weißt du, ist voll cool und so. Ey, ist voll Gesichtsmaske, Alter. Ey, weißt du. Voll die Laber. Hab ich auch gemacht, weißt du. Laba, verwandt mit Kaba, weißt du? Oh, krass. Sag mal. Laba, da brauchst du keinen Gesichtsschaber. Oh, der war schlecht. Oh, keine der war schlecht. Keine Spachtelmasse. Oh, der war schlecht. Der war genau auf mein Niveau. Der war auch total sinnfrei, aber ist ja egal. Was ist da... Zuerst, ich dachte, diese Reihe einfach nur stockfinster wäre. Oh. Sag, wenn sich du das ist immer noch nicht kapiert. Halt einfach mal dein Maulteil, Navi. Sie heißt doch Taya hier, das war genau richtig. Ja, aber sie heißt immer noch Navi. Es ist die Frage, wie ich da Licht reinbekomme. Ich gehe jetzt mal in den Stockwerk höher. So. Oh. Hallo. Na, da wissen wir ja, was drin ist, ne? Oh, schön. Es hätte auch irgendwas anderes drin sein können. Fee war zwar jetzt am logischsten, aber weißt du, das Spiel und so. Wir haben es doch schon gehabt, dass in solchen Kisten Rubine drin waren. Wie viel haben wir? Zwei? Ja. Okay, ich versuche mitzuzählen. Ich vergesse es eh, wieso, aber es wird doch eh angezeigt. Ja? Natürlich, ich kann auch jederzeit nachschauen. Stimmt, ich hab vergessen, ja, dass man nachschauen kann. Hahaha. Okay.
Ich versuche jetzt, ich schieße jetzt einfach mal just for the lulz, auch wenn es nichts bringt, mit einem Feuerpfeil da hoch. Ja, ich sollte aber auch da irgendwie treffen. Du stehst scheiße. Ist dir noch nicht aufgefallen, ne? Uh-uh. Mir doch erinnert sich auch nichts. Irgendwie muss ich hier Licht reinbringen. Und ich versuch's jetzt nochmal. So. Oder kann ich mich hier irgendwo anders hinziehen? Hinschlängeln! Okay. Schlängeln. Nein, kann ich nicht. Warum vibriert es hier? Spiel, warum vibrierst du? Besser gesagt, Controller, warum vibrierst du? Weil es geil ist. Aha. Ja, dass mich diese Controller-Vibrationen geil machen, das ist ja nichts Neues, aber... Controller-Vibrationen. Du hast damit angefangen. Ja, ich weiß. Ja, es hat geklappt! Schön. Du hast ja Ideen, das ist der Hammer. Also, für dein individuelles Ideen... Oh, ich kann halt nicht mehr sprechen, ey. Individuelles Ideenreichtum, Alter. Weicht? Weich ist klar oder so, weißt du, Slan? Hab ich mir ein bisschen dürrem gemacht, weißt? Ich kann nicht sprechen. Was muss ich mit euch machen? Kann ich euch einfach mal mit der Bombe in die Luft jagen? Seid ihr solche? Weil solche Viecher gibt's auch. Nein. Irgendwas muss ich mit euch machen können, weil es steht da Aktion. Aber ich kann nichts mit euch machen. Aber irgendwas muss ich in diesem Raum machen können, weil sonst komme ich nicht weiter. Soll heißen, ich muss irgendwie das Licht hier reinbringen. Frage, wie? Ach, ja, weißt, Karte ist ja auch noch nicht mal. Du hast gar nichts. Nix hast du. Du hast keinen Plan, wo du bist, was du bist, wie du bist, wer du bist. Eigentlich, ja, es ist ein Versuch wert. Ist eigentlich gar nicht mal so blöd. Aber wenn das wahr ist, wenn das, was ich jetzt mache, richtig ist, dann wird dieses Spiel nur noch mehr verflucht. So. Okay, Krabbelmine, dann tu mal dein Bestes. Nein! Okay. Ey, aber das hast du... Du bist echt der Oberknaller. Also, ich muss ja echt sagen... Ich finde deine Ideen echt genial. Du hast da echt eine Krabbelmine reingekriegt. Das hat wirklich geklappt. Oh mein Gott. Ja, aber gebracht hat es mir trotzdem nichts. Aber du bist echt krass. Ja, aber gebracht hat es mir trotzdem nichts. Und trotzdem vibriert es hier. Das ist eigentlich voll arschig, dass das nicht geklappt hat. Ja, eigentlich schon. Ich hätte es Da reg ich mich jetzt echt wirklich drüber auf. Weil das wäre eigentlich klassisch Zelda und so gewesen. Aber dann auch wieder gemein und so. Warum? Es vibriert hier. Spiel! Vielleicht will dir das Spiel auch nur sagen, dass oben halt was gemacht werden muss. Ja, aber was? Ich hab... Weißt du, ich hab eine Krabbelmine reingeschickt. Ich hab einen Feuerpfeil reingeschickt. Ich stand auch besser da. Ich kann das Teil hier nicht bewegen. Oh, ich hab... Eine Idee habe ich noch. So. Achso, das ist eine Tür. Ich finde deine Ideen echt cool. Achso, das ist eine Tür. Ich hab mein. Achso, schade. Nee, dann ist die Idee. Was ist das?
Tja. Ich sag's mir so, auch wenn die Ideen vielleicht cool sind, es bringt mir nichts, wenn sie mir nichts bringen, weißt? Es bringt mir nichts, wenn sie mir nichts bringen. Ja, ja, das stimmt. Weißt, der Part ist auch schon wieder so lange vorbei und ich... Ich schicke jetzt einfach sicherheitsweise nochmal eine Kabelmine rein. Einfach nochmal, weil... Weil du es kannst. Nein, weil ich einfach der Meinung bin, dass es das sein muss. Und dass ich einfach nur die Kabelmine nicht gescheit reingeschickt habe. Aber ich habe sie gescheit reingeschickt und es bringt nichts. So ein Kack aber auch. Ich finde das cool, dass das klappt. Also so. Die Idee finde ich wirklich großartig. Und was bringt es mir jetzt, dass ich auf dem Kopf von dem draufstehe, außer gar nichts? Vielleicht kommt die Krabbelmine auch einfach nicht weit genug, weil das geht ja ziemlich tief da oben rein. Das sehe ich nicht. Aber ich weiß, ich kann auch nicht mit dem Feuerpfeil reinschießen. Habe ich ja alles auch schon gemacht. Zack. Du siehst ja das Ende da oben nicht. Ja, deswegen. Ja, deswegen geht's ziemlich hoch, glaube ich. Ja, aber... Vielleicht kann ich hier einfach noch nichts machen. Warte! Ah! Ach, ich bin noch ein Idiot. Weißt du, ich bin noch ein Idiot. Ich bin noch ein Idiot. Du geh mal weg. Komm, du gehst mal weg. Das will ich jetzt noch ausprobieren. Weißt du, ich bin noch ein Idiot. Aber weißt du, was so ich dazu sagen muss? Ich wusste ja, dass du das machen musst, ne? Ich sitze da und denke, warum zur Hölle hat das mit der Krabbelmine nicht funktioniert? Ey, das wäre so geil gewesen, weil das ist ja... Es ist ja genau das Gleiche, was du jetzt oben gemacht hast, nur von unten und viel genialer. Finde ich. Und viel ideenreicher. Ja, die Idee war ja auch von mir. Ja, ja. Ja, du bist doch der Überking, ja, und natürlich. So, das wissen wir ja, alle. Ja. Wohlgemerkt er selbst ernannte, aber das nein, ist nein, natürlich, nein, 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 das ist natürlich ein Titel, den ich mir erarbeitet habe. Ja, ja. Natürlich. Ja, aber ich finde, was von oben klappt, das muss von unten doch genauso gut gehen. Also, deswegen finde ich das jetzt ein bisschen schade, dass das nicht geklappt hat, weil ich die Idee einfach cool fand. Es stimmt allerdings schon, was von oben klappt, müsste eigentlich auch von unten klappen, aber okay. Ist halt jetzt das ärgert so. Mich halt ein bisschen. Das Einzige, wie ich das halt erklären könnte, ist, dass die Krabbelmine einfach halt nicht von der Länge her nicht... sie kommt einfach nicht weit genug. So, und da muss eigentlich das Dungeon-Item drin sein. Nein, Schlüssel, der würde auch noch passen. Oder eine Karte? Ja, aber wie komme ich denn jetzt weiter? Wenn ich das mal so anmerken darf, bis jetzt gefällt mir der Dungeon. Bis jetzt gefällt mir der Dungeon sehr. Weil du es knifflig findest. Ja, weil ich es knifflig finde, aber logisch knifflig. Okay. Und nicht, das ist ja und nicht es so. Ist logisch knifflig. Ja, es ist knifflig. Es ist nicht knifflig, sondern es ist logisch knifflig. Ja. Das ist ein Unterschied. Ja, das ist ein Unterschied. Dann würde ich jetzt mal sagen, machen wir im nächsten Part mal weiter. Also gut, Leute, das war dann mein Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask für heute. Ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Müde. Ciao.